Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Info, wo ich euch geben möchte. Es tut mir leid, aber ich habe das schon in meinen Kommentaren irgendwo geschrieben. Das Let's Play von dieser Welt, wo ich jetzt gerade drauf bin, stelle ich ein. Und zwar hat es den Grund, meine Frau ist schon seit mehreren Jahren erkrankt, war im Krankenhaus, ist jetzt für ein paar Tage zu Hause und muss nächste Woche schon wieder ins Krankenhaus ab dem 7. Und mir fehlt die Zeit, um ein Let's Play zu machen. Das sind meistens so um die zwei bis drei Stunden, wo ich für eine Folge von 20 bis 30 Minuten dann benötige. Und aus diesem Grunde habe ich mir gesagt, stopp, ich höre auf mit dem Let's Play. Ihr könnt euch an der Welt freuen. Ihr wisst, was ihr runterladet. Ihr könnt euch jetzt noch auch mit dem Downgrowth Video, wo ich gemacht habe, nochmal, falls ihr nicht die 1.2.5er Version mehr habt, das Ganze herstellen, euch auf die Festplatte kopieren und dann hier dran an dem, was ich bisher gebaut habe, weiterspielen. So, nächster Punkt. Was heißt Punkt? Ich werde auf alle Fälle die Version 1.3 wieder ein Tutorial und auch gegebenenfalls ein Let's Play machen. Ich freue mich auf das 1.3, dass das rausgekommen ist. Ich habe auch das ein oder andere schon angetestet im Punkt auf miteinander spielen. Das heißt, jetzt sage ich nicht mal das Wort Together, nehme ich nicht so in den Mund. Ich hoffe eigentlich, dass der ein oder andere Mod in den nächsten 7 Tagen so fertig wird. Also für mich wäre es wichtig, wenn es Industriekraft, Buildcraft und Forestry wäre, weil diese 3 Mods, die kann man sozusagen schon reinpacken in das Ganze und ich kann später trotzdem drauf aufbauen, andere Mods noch hinzuzufügen, um damit eigentlich meine Tochter zu beschäftigen, die ja auch zu Hause ist dann und mit der ich dann zusammen ein 1.3 Let's Play so starten könnte, langsam mit ihr ein bisschen sie die Welt aufzubauen. Die Industrie ist ja am Anfang nicht so wichtig, das wird ja jeder wissen, das kommt mit sich, aber halt das eine oder andere schon schöne Gebäude und seit in einem sicher, nicht nur diese Welt hier habe ich, so wie sie gebaut ist, ist aus meinem Kopf entsprungen. Bei mir ist in dem Punkt immer wieder mal eine Sternstunde und mir fällt immer wieder was Neues ein, wo man dann gestalterisch erstellen kann. So, ich gehe davon aus, dass die 1.3er Mod-Versionen, also damit man eigentlich die gleichen Mods jetzt hat wie jetzt in diesem Let's Play, dass das Ganze schon also mindestens 3 Wochen dauern wird, bis die alle vollzählig da sind. Also mindestens, also eher mehr, dass der Rocket Mode oder sonst noch länger auf sich warten lässt und. Das sind alles in Anführungszeichen, ich sag jetzt mal Freizeitmoder, nicht wie jetzt bei Industriekraft, wo viele Moder hinter dem ganzen Projekt stehen. Das wird schneller gehen, aber die einzelnen Mods, wo von einem Moder gemacht worden sind, das Ganze wird sich doch in die Länge ziehen. Ja, der ein oder andere hat es gesehen, ich spiele auch WoW und viele, viele andere im, also Spiele in dieser Richtung und das schon viele Jahre. Ich bin also zwar ein ziemlich älterer, aber wenn ich dazu sage, das erste PC-Spiel war auch mein PC-Spiel und seitdem spiele ich mit PC alles, was es gibt. Also alles. War auch, kleine Info, war auch Mitgründer einer großen Community, die wo Elektronik die Spiele online gespielt hat, habe mich da zurückgezogen, um eigentlich das da gemütlich etwas zu machen. Wie gesagt, es wird
irgendwann wieder ein Let's Play geben. Meine Tutorials kommen auf alle Fälle. Das braucht seine Zeit natürlich, bis das Ganze verarbeitet ist und das Tutorial an sich für die Mods von 1.3 werde ich auch insoweit schon voraustesten, dass ich das Ganze auf niedrigeren PCs anteste. Das heißt, wie weit ist es möglich, auf einem 2-Kern zum Beispiel 3 GHz das Ganze dann zu hosten. Also das heißt, ich als Singleplayer hoste dann mein Spiel, dass jemand anders mitspielen kann. Das ist für euch, damit der ein oder andere dann auch weiß, okay, ich kann eigentlich auch meinen Kumpel zu mir einladen auf meinem PC ohne viel Probleme. Die Probleme jetzt an sich. 1.3 macht ja an sich schon ein leistungshungriges. Wie wird es aber dann sein, wenn die ganzen Mods von Industrial, Kraft und bla 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 alle mit dabei sind? Wie weit geht dann so ein Rechner in die Knie? Und wie weit kann man dann gehen? Oder welcher PC wäre dann eigentlich als Host, also derjenige, der wo dann sagt, okay, wir spielen zusammen, aber du, ich schieb dir mal kurz vorher die Weltdaten rüber, damit wir dann, dass du dann der Rechner bist, der wo das Spiel an sich hostet. Ich versuche dann auch mit den Tools, dass ich das euch erkläre, dass es ganz einfach ist, dann die Spiele zu hosten. Das heißt, ich erkläre dann auch, wie ihr das dann am besten macht, mit, Mensch, wie heißt das schöne Programm? Fällt mir gerade nicht ein, ist auch egal. So, ich habe das angesprochen, WoW, es ist ein Spiel, das schalte ich ein, spiele es und kann sozusagen runterkommen von dem ganzen Stress, wo jetzt gerade um mich drumherum ist. Und es kann möglich sein, dass ich mir sage, okay, ich mache da das ein oder andere und jetzt kommt's. Nicht Let's Play wie hier in dem Sinn, sondern dass ich sage, okay, ich mache jetzt einen Livestream und weil der Livestream läuft auf 720p und das Ganze kann ich dann direkt eigentlich auf YouTube stellen, wenn ich es möchte. Es kann möglich sein, dass ich sowas mache, aber dass ich explizit an ein Video drehe, so wie jetzt das hier, ein 1080p, das kostet seine Zeit, da muss die Nachbearbeitung und sein. Das wird nicht der Fall sein. Ich weiß, ich laber viel zu viel. Ich wollte eigentlich nur eins mit dem Infovideo sagen. Es geht weiter mit dem Ganze von mir. Lasst mir noch, also von der Tutorialseite, sobald die Mods komplett draußen sind, ich schaue nicht so intensiv wie jetzt die ganze Zeit vorher, sondern ich gucke jeden zweiten Tag mal rein und schaue, ob die wichtigen Mods fertig sind und versuche das zeitnah zu bringen. Aber wie gesagt, in 3 Wochen, schätze ich, ist meine Frau dann auch wieder bei mir zu Hause und es geht ein bisschen lockerer. Ich habe die Fahrerei nicht, ich habe die Arbeit nicht noch nebenher, ich habe die Tochter. Es sind zwar Ferien, meinen kleinen Wauwau wo noch und. Rein informiert, es geht bei mir weiter, nur im Moment. Seid mir nicht böse, sorry. Es ist eingeschränkt und wenn ich dann was bringe, wird es gerade sein, wie bei WoW, das nämlich zum Runterkomme. Ich bin nicht der Profi oder sonst was. Ich spiele das zwar schon etliche Jahre, seit die 60er-Version, aber es wird so nichts als Let's Play geben, wo ich jetzt direkt sage, ich mache es auf YouTube und es geht Folge nach der Folge nach der Folge nach der Folge. Nein, im Moment nicht. Da müsst ihr ein bisschen gedulden, aber ich komme garantiert wieder zurück, weil es mir Spaß macht. Und aus diesem Grunde hoffe ich, ihr findet irgendwo anders, es gibt noch Red Led, es gibt noch so viele andere, die wo noch ihre Let's Plays dann so kräftig hinterher machen. Schaut bei denen vorbei, die kommen auch auf die ein oder andere Idee. Danke fürs Zuschauen. Reißt mich nicht so rein, dass ihr zu viel Negative jetzt Daumen nach unten macht durch mein vieles Geblabbere. Danke, möchte ich trotzdem sagen, für alle die wo mich abonniert haben, die alle die wo die Videos bei mir angucken. Ich lasse mir da was einfallen. Ich werde da irgendwie, komme ich auf eine Idee, wo ich sozusagen euch ein spezielles Video irgendwie mache. Aber nicht jetzt. Ich werde es dann machen, vielleicht mit 1000 oder so. Viel Spaß euch die nächste Zeit. Ich bin noch da und ich melde mich auch wieder bei euch. Und ciao, ciao. Euer Olli.